Hallo allerseits und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Mods. Ich bin Boni und wir haben Folge 89. Ich war gerade hier bei unsere Zugangskonsole neu zu platzieren. Und zwar habe ich beschlossen, wir werden vermutlich mehrere benötigen, aber ich hätte hier in dem Raum gerne eine. Und dazu habe ich hier schon Fassaden verlegt. Wir haben die ME-Leitungen noch nicht verwendet, aber sie sollten an sich, zack, wie ganz normale Ender-IO-Leitungen mit ME-Anschluss funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier diese Zugangskonsole wieder hinsetze, tada, haben wir wieder eine Verbindung. Perfekt. Und sie ist nicht so weit oben wie die andere. Besser. Ich habe begonnen, ein paar Dinge wieder herzustellen. Nur bin ich dabei auf ein Problem gestoßen. Lasst mich kurz mein Inventar ein bisschen aufräumen. Diese ganzen Dinge hier tun wir eben weg. Das kann auch noch weg. So, sieht gut aus. Ich möchte nur noch ganz kurz nach meinen Bienen sehen. Scheint alles zu produzieren. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Dann begeben wir uns kurz, da sind noch Bienen drin, brauche ich nicht mit, nach oben. Und zwar wollte ich noch mehr dieser ME-Leitungen für Ender.io produzieren. Und wir haben jetzt das Problem, dass der Leitungsbinder ein Bindegemisch braucht und dazu brauchen wir Lehm. Und ich habe keinen Lehm mehr. Wir haben unseren kompletten Lehm aufgebraucht. Sehen wir mal nach. Wie kann man Lehm herstellen? Erdessenz und Wasseressenz von Magical Crops wäre eine Möglichkeit. Sogar eine sehr effektive, wenn ich das richtig sehe. Wäre eine Überlegung wert. Schlacke, Erde und Wasser. Schlacke ist auch relativ einfach herzustellen. Schlamm. Nein, Factorization haben wir jetzt nicht. Und Crucible Furnace haben wir auch nicht. Das ist, glaube ich, wie hieß es? Ja, das war's schon. Das heißt, entweder produzieren wir ein paar Magical Crops nach, oder wir machen uns auf und suchen etwas. Für die Zukunft wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir ein paar Erd- und Wassersamen haben. Essenzen meine ich. Sehen wir mal nach. Erdsamen benötigen schwache Essenzen und Erde. Sollten wir haben. Wassersamen benötigen dasselbe nur mit Wasser. Okay, sollte auch kein Problem sein. Ich wollte noch was anderes haben, und zwar eine dritte Art von Samen, nämlich die hier. Färbsamen, die benötigen auch schwache Essenzen. Wie sieht es denn mit Essenz aus? Mal sehen. Wir haben eine starke, zwei schwache. Eigentlich überhaupt nicht viel Essenz, würde ich mal sagen. Das ist etwas komisch eigentlich. Eigentlich sollten wir doch Essenzen von unseren Maschinen bekommen. Vielleicht bekommt man keine, wenn man sie automatisch erntet. Das könnte durchaus sein. Dann machen wir Folgendes. Wir schnappen uns... Was braucht man hier? Irgendwelche Farben, okay. Jawohl, jedes dieser regulären Essenzen gibt vier schwache. Das heißt, wenn wir unsere drei regulären aufspalten, können wir damit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, drei verschiedene Samen bauen. Das passt uns gerade. Samen. Das heißt, wir können hier einmal Erdsamen bauen. Mal sehen, Knochenmehl sollte an sich funktionieren. Ah, das wollte ich nicht. Mist. Aber vier verschiedene Farben. Jawohl. Gibt uns vier Farbsamen. Das einzige, was wir noch brauchen, sind Wassereimer. Und ich glaube, wir haben... Nein. Keine Eimer, aber ich kann vier Eimer craften. Dann holen wir uns schnell irgendwo Wasser. Habe ich hier herum irgend noch was? Nein. Ich sollte mir wirklich mal hier herum ein Reservoir oder sowas zulegen. 1, 2,
Gesundheit. Tja, wenn wir schon dabei sind, sehen wir kurz nach unseren Fabriken. Haben Sauerstoff. Passt. Hier funktioniert alles. Und wieder nach oben. Verfehlt. So. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, genau. 1, 2, 3, 4. Ergibt Wassersamen. Was wir jetzt noch machen könnten, ist diesen Dünger von Magic Fertilizer, diesen Dünger von Magical Crops bauen. Ihr seht, ein Diamant, Naturessenz und Knochenmehl. Wir haben 22 bis 26 Naturessenz. Ich crafte mal 3 davon, damit wir unsere Samen gleich mal vermehren können. Unsere Batterie, seht ihr, leistet auch gute Dienste. Meine ganzen Items sind immer voll aufgeladen. Ziemlich genial. Und wie ihr auf der rechten Seite hier seht, habe ich 1,25 Millionen RF zur Verfügung, weil der Anzug es auch verwendet. So, dann sehen wir mal hier. Wie wäre es, wenn wir hier das Ganze abschaffen? Mal sehen. Wie sieht es denn mit Kartoffeln und Karotten aus? 2000 Stück Kartoffeln und 2000 Stück Karotten. Ja, wir brauchen eigentlich momentan kaum welche. Also warum ersetzen wir das Ganze nicht durch diese Dinger hier eben? Aber zuerst ernten wir das hier. Ich habe hier einfach von Magical Crops die normalen Samen angebaut. Ihr seht hier, was ist das? Raspberry, Himbeeren, Sweetcorn, Mais oder sowas, Erdbeeren, Chili, Heidelbeeren, Tomaten, alles da. Und natürlich ist mein Inventar so voll. Lasst mich das Zeug schnell in unser System geben. So viel Zeug, wow. Alles weg damit. Ich habe diese Dinger hier angebaut. Denn erstens kann man sie essen und zweitens kann man damit dieses, wie hieß es nochmal? War das damit? Ja, magische Essen bauen, das Lebensregeneration 3 gibt. Und es ihr seht, es ist komplett egal, wer sich dafür verwendet. Deswegen habe ich wild alles, was ich gefunden habe, angebaut. Dann wollen wir mal Wassersamen. Mit magischem Ding sollte, jawohl, sofort komplett wachsen. Das machen wir jetzt. 1, 2, 3, 4 mal. Schade, keine Verdopplung der Samen. Aber immerhin eine schwache Essenz und eine Naturessenz haben wir dazu bekommen. Erdsamen, machen wir dasselbe nochmal. Zack. Das wollte ich lieber hier haben. So. Oh, hoppa. 2. Nein, das wollte ich nicht. So. 3 und... Ich verklicke mich die ganze Zeit. 4. Und das Ganze noch einmal mit Farbsamen. Lass mich kurz überlegen. Ja, doch, machen wir. Ach ja, und hier habt ihr gerade wunderschön gesehen, die Farbsamen. Schon wieder verklickt. Die Farbsamen haben einen wunderbaren epileptischen Effekt. Sind ziemlich krank aus. 1, 2. Oh, hier haben wir eine Samenverdopplung. Perfekt. Und einmal geht's noch. Oh, sogar zweimal verdoppelt. Perfekt. Damit haben wir sogar 3 Farbsamen. Das ist gut, denn die werden wir vermutlich mehr brauchen als diese Dinge hier. In naher Zukunft. Denn 4 Wassersensen und 4 Erdesensen sollten uns, glaube ich, einen ganzen Stack an Leben geben. Was ich aber hier noch machen will, ist jetzt folgendes. Der Ernter darf ruhig ernten. Aber ich möchte hier zu meinem Pflanzer. Wir machen das so. Hier möchte ich zu diesem Item-Duck. Da hinten ist es. Ha! Und ich möchte dem sagen, Wassersamen, Erdsamen und Farbsamen. Ach so, Moment. Das könnte ein Problem ergeben. Na egal, wir werden schon sehen.
Ich gebe ihm einfach mal diese drei Samen. Die sollte er für uns pflanzen. Denn das Problem ist, dass die automatisch gepflanzten Samen beim Ernten irgendwie eine andere ID bekommen als die, die man selber abbaut. Und deswegen funktioniert das dann manchmal nicht und man muss es neu machen mit den richtigen. Aber wir werden das dann schon sehen. Erstmal zumachen, abwarten und Tee trinken. Vielleicht noch etwas Knochenmehl holen, um das Ganze zu beschleunigen. Oh, das erinnert mich. Wir hatten doch diesen Dünger hier. Eins, zwei. Und dieses Ding hier. Damit sollten wir das Feld an sich schnell leer bekommen, denke ich. Sehen wir nach. Ha, perfekt. Oh, zwei Ränder. Das heißt, wir benötigen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ich habe mal noch einen Stack davon geholt. Das sollte uns, denke ich, fürs Erste reichen. Zoom, zoom. Ha, wie das alles wächst. Perfekt. Und hier sollte es gleich weitergehen, oder? Warum tut er da drüben nichts? Das ist gerade etwas komisch. Ah doch, jetzt macht er. Ich könnte dem Ding ewig zuschauen, glaube ich. Oh, habe ich gut abgestimmt. Geht sich recht gut aus, dass das Feld leer wird. Oh, aber anscheinend hat er es nicht alles auf volles Wachstum gebracht. Okay. Dann hier noch etwas Knochenmehl rein. Denn Knochenmehl ist wirklich effektiv, um... Also Knochenmehl nicht, aber... Diese... Ruhig, ein paar Stacks, so. Diese Sprinkler hier sind eine wirklich effektive Methode, um die... das Wachstum der Magical Crops zu fördern. Zack. So. Dann wollen wir mal. Was können wir mit Farbessenz bauen? Natürlich Ding. Und ihr seht hier, wir können hier Tintenbeutel, rote Farbe, Kaktusgrün, violette, türkise, hellgraue, graue, rosa, hellgrün, Löwenzahn, hellblau, magenta, orange. Alle Farben bis auf Knochenmehl, also Weiß bauen. Das liegt daran, dass man Knochenmehl mit anderen Essenzen herstellen kann. Wasseressenz. Das kann ich damit machen. Eichenlaub. Oh, interessant. Es gibt mehrere Kombinationen zwischen Erdessenz und Wasseressenz. Und man kann damit alle Laubarten herstellen. Schneebälle. Lehm. Wasser immer. Interessant. Und... Aha. Oh, cool. Damit kann man 20 Sekunden unter Wasser atmen. Wasserbrot. Jedenfalls das hier wollte ich. Erdessenz, Lehm, Erde und Wasser ergibt Lehm. Aber sehen wir noch, was uns Erdessenz bringt. Das wissen wir schon. Pflasterstein und normalen Dreck noch. Okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Mal sehen, wie war das so? Nein, natürlich genau verkehrt. So, perfekt. Ein ganzer Stack Lehm. Farbe sind gewichen zwischen hier hinein. Kartoffeln und Karotten auch. Und das Ding sollte jetzt wieder craften können, oder? Jawohl, perfekt. Es arbeitet. So, das Ding craftet. Und ich möchte hier jetzt noch eine Kleinigkeit weitermachen. Und zwar diesen Raum hier. Und zwar habe ich hier gleich mal eine Werkstation mitgebracht, damit wir craften können. Und es sieht so aus, dass ich hier jetzt die Decke noch um eines höher machen möchte. Hopp, komm schon. Denn ich möchte hier in den Ecken wunderbare Stiegen platzieren. Damit das Ganze einen coolen Eindruck bekommt. Oder? Eigentlich muss ich das gar nicht. Probieren wir es mal ohne. Und zwar habe ich hier invertierte weiße Lampen gebaut. Ihr wisst ja, ganz normal, Blödsinn, verkehrt, das wollte ich. Einfach dieses wieder dieses Illuminar bauen und ein paar Scheiben und eine Redstone-Fackel. Ergibt diese selbstleuchtenden, diese selbstleuchtenden Lampen und einfach Glowstone und Knochenmehl oder weiße Farbe für das Zeug hier. Das möchte ich hier relativ steril in der Decke haben. So. Und zwar, mal sehen, wie machen wir das? Hier eine. Hier eine. Hier eine.
Wie sieht das aus? So. Kann man das lassen? Wenn ich hier quasi so steril das mache. Aber eigentlich haben wir ein Sechseck. Das könnte man sicherlich gut in den Lampen widerspiegeln lassen. Wenn ich das Ganze hier quasi sechseckig anordne. Oh, seht mal, da oben ist unser Gang. Habe ich unabsichtlich aufgegraben. Gang sage ich, der Minenschacht da oben. Könnte man eigentlich widerspiegeln, indem man das hier so macht. Das heißt, ich bin jetzt noch 1, 2, 3, 4 davon. Zack, die holen wir uns schnell. Jeden wird hier der weiße Lampe. 4 Stück bitte. Perfekt. Hey, ich habe noch eine in der Hand gehabt. Ah, egal. Ist mir aus irgendeinem Grund gar nicht aufgefallen. Jedenfalls. Hier. 1, 2, 3, 4. Ha, das sieht doch ganz nett aus. Und ich habe hier Limestone mit. Von E-Meshes Resource in dem Fall. Aber das ist kompatibel mit dem Limestone von Chisel. Das ist dieses hier. Also ihr seht, ich kann hier kombinieren zwischen verschiedenen Limestone. Und ich dachte mir, wir nehmen hier vielleicht sowas in der Art oder so. Ah, nein, nicht hier. Das hier, das wollte ich. Für die Decke. Ist relativ dunkel, aber ganz okay. Sehen wir, wie es auswirkt. Und es hat einen Grund, warum ich nicht diesen normalen anderen Limestone genommen habe. Das werdet ihr dann gleich sehen. Erstmal sehen, wie das Ganze hier aussieht. Schon wieder ein Loch. Wo kommen denn diese Löcher her? So, hier noch außenrum. Ah, sieht eigentlich ganz nett aus. Denn aus diesem Limestone von Chisel kann ich Stiegen bauen. Und die möchte ich dann hier in den Ecken platzieren. Na, weiß ich nicht, ob mir dieses Muster dafür gefällt. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, oder? Kommt nur mir das so vor. Was haben wir denn noch für Varianten? Wie wäre es damit? Ohne dieses helle Panel in der Mitte, dann sollte es sich besser einordnen, denke ich. Das heißt, ich crafte jetzt erstmal hier einen Haufen dieser Stiegen und wandle sie dann per Chisel auf das hier um. Und dann kann ich hier quasi... das war jetzt aber was anderes. Was habe ich denn jetzt genommen? Oh, hier gibt es zwei. Das hier wollte ich haben. Und dann fügen wir hier einfach... verkehrt. Füllen wir hier diese Wände quasi aus. Vielleicht... Wenn wir das ja so machen, erhalten wir sogar solche interessanten Übergänge. Wenn ich nicht zu blöd wäre, die Dinger korrekt zu platzieren. Dann bekommen wir hier... das sieht seltsam aus. Okay, für solche Ecken sind diese Dinge nicht geeignet. Mist. Wir brauchen doch etwas andere. Kommt wieder herunter, erstiegen. Ihr funktioniert nicht. Ich habe mal die ganz normalen Limestone-Stiegen genommen, die quasi ausschauen wie der ganz normale Limestone eben. Und ich muss sagen, es sieht eigentlich relativ gut aus, denn es fügt sich sehr gut mit der Standardtextur zusammen, wie ihr hier seht. Gefällt mir. Wie hatte ich das hier? Irgendwie so, oder? Jawohl. Und dann haben wir hier keine seltsamen Übergänge. Die Frage ist nur, was wir hier machen. Ich kann hier das Ding nicht so platzieren, damit sich das in einem ausgeht, oder? Naja, aber so geht. Das ist gut. So machen wir das. Dann fehlt hier noch ein normales. Das habe ich noch. Muss ich vielleicht noch... Ich glaube, ich muss sowieso mehr Limestone nachholen. Wir werden es gleich sehen. So, ich habe mal hier das rundherum soweit verkleidet. Ich glaube, diese Ecken gefallen mir doch nicht so, denn hier steht immer diese andere Ecke raus.
Oh, aber ich könnte was anderes machen. Ich könnte das hier abbauen und mit Limestone ersetzen. Dann sieht das Ganze schon etwas besser aus. Perfekt. Dann sieht es aus, als würde es zur Decke gehören. Das ist eine gute Idee. Das mache ich hier. Eins, zwei, drei, vier. Einfach die Blöcke dahinter mit demselben Material wie die Stiegen ersetzen. Perfekt. Und hier auch noch einer. Ah, verkehrt. Ja. Das Einzige, was mich jetzt stört, sind unsere Leitungen. Deswegen habe ich mir gedacht, die sollen einfach relativ natürlich wirken. Deswegen lassen wir sie hier so extra stehen. Dann brauchen wir hier eigentlich auch kein anderes Ding. Ha! Und es sieht so aus, als wäre hier quasi eine Ausbuchtung für diese Rohre gelassen. Perfekt. Wir haben hier Licht. Das schaut, muss ich sagen, sogar besser aus, als ich gehofft hatte. Gefällt mir. Mit diesen Paneelen rundherum. Und wir können jetzt beginnen, diesen Raum mit Funktionalität zu versehen. Und dazu brauchen wir, erstmal Tag. Und zwar, der Mod, der hier unten hineinkommt, ist Advanced Genetics. Also fortgeschrittene Genetik. Das Ganze funktioniert so, dass es hier massig Maschinen gibt. Und wir benötigen dazu, mal sehen. Das hier ist nur ein Generator für einen Strom. Wie ihr seht, Combustion Generator benötigen wir nicht. Wir haben bereits Strom. Aber wir benötigen zum Beispiel einen DNA-Analyzer. Das ist eine Lupe, Magnifier mit Eisenbahn. Und ja, der Mod ist nicht übersetzt. Das ist einfach ein Steinstab. Aha. Und Glas. Und das bekommt man einfach durch zwei Steine. Okay. Das sollten wir wohl schaffen. Steinstäbe. Komm, weg da. Und Glas ergibt uns wie hieß es? Eine Lupe. Und mit Eisen umrandet, zup, bekommen wir einen DNA-Analyzer. DNA-Analyzer ist schön und gut, aber ohne DNA zum Analysieren ist er relativ nutzlos. Dafür benötigen wir hier einen Scraper. Das sind zwei Steinstäbe und ein Eisenbahn. Na, dann bauen wir eben noch welche. Zack. Zwei Eisenstäbe und ein Eisenbahn. Und ein Scraper ist quasi so ein Schaber oder sowas in der Art. So, dann haben wir diesen wunderbaren Scraper, dieses komische Ding hier. Was wir jetzt damit machen können, ist zum Beispiel, hey, hallo du Huhn. Wir rechtsklicken das Huhn und zack, zack. Ihr seht, hier wird so Zeug, das Huhn bekommt 1 Schaden und wir bekommen dafür Skin Scales, also Haut. Flocken. Some skin set of a Huhn. Das ist ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch. Sprich, oh, jetzt dachte ich schon, hier wäre was explodiert. Da war es mein Jumppad. Das war jetzt knapp. Hey, hier könnten wir sogar einen Auto-Einstieg machen. Dann würden wir sofort reinversetzt bekommen. Hey, das wäre eine coole Idee. Mal sehen, später. Wo war ich? Ach ja, diese Hautflocken von einem Huhn können wir jetzt verwenden, um die DNA rauszubekommen. Sollten wir zumindest. Sehen wir, ob es stimmt. Ob ich euch nicht angeschwindelt habe. Wir gehen in unser Labor. Wir suchen uns einen Ort mit Strom. Zum Beispiel den hier. DNA-Analyzer. Ihr seht jetzt, hier ist der Strombalken, der hat sich gerade gefüllt. Und wir geben ihm jetzt ein paar Skin Scales. Also Hautdinger. Dum, 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 dum. Wie ihr seht, dauert das Ganze jetzt ein bisschen. Dum, dum. Und Trommelwirbel. Tra, fertig. Wir haben jetzt ein bisschen organisches Zeug bekommen. Und eine Zelle von einem Huhn. Das kann ich natürlich mit all diesen Dingen machen. Theoretisch. Anscheinend kann ich sie aber nicht stacken. Nein. Aber die Dinger selber auch nicht stacken, deswegen. Es gibt hier aber auch noch ein Overclocker-Upgrade. Das ist einfach eine Uhr an Redstone, um das Ganze zu beschleunigen. Sehen wir uns das mal an. Nach oben bitte.
und craften wir uns sowas mal. Mal sehen wir aber, ob wir es schaffen, das Ganze zu verwenden. Ich habe den Mod auch noch nicht wirklich verwendet. Ich weiß zwar ungefähr, wie er funktioniert, aber ich habe noch nie aktiv etwas damit gemacht. Also entschuldigt, wenn ich etwas herumlabere vielleicht oder selber so Sachen probieren muss. Aber hey, das gehört wohl zu Minecraft dazu, oder? Ich glaube, ein einfacher Rechtsklick, genau, upgradet das Ganze. Ihr seht hier jetzt Overclocker 2. Das heißt, es sind zwei Overclocker aktiviert und wir sollten jetzt sehen, jawohl, das Ganze geht schon viel schneller. Und benötigt natürlich auch mehr Strom. Aber ich habe ehrlich gesagt absolut gar keine Ahnung, was unser Stromverbrauch hier ist. da habe ich eine Idee. Da habe ich eine coole Idee. Habe ich eine Idee? Vielleicht habe ich eine Idee. Egal. Erstmal weiter im Plan. DNA-Analyzer. Dann, was haben wir hier als nächstes? DNA-Autosplitter. DNA-Breeder, Zentrifuge, DNA-Cloner, DNA-Combiner, Entschlüsseler, Extrahierer, Isolierer, Entferner, Splitter. Wir nehmen mal einen normalen DNA-Splitter, nicht den Autosplitter, und den Partner aus einem DNA-Wörterbuch. Okay, das ist einfach ein Buch mit 4 Zellen. Hey, glücklicherweise haben wir hier 4 Zellen. Das war reiner Zufall und nicht geplant. Aber ich werde mich nicht beschweren. Buch. Ich hätte bitte gerne ein normales Buch. Kein verzaubertes. Normales Buch. Oder vielleicht muss ich es craften. Ah, ich muss das craften. Sehr gut. Normales Buch und Zellen. Ergibt uns ein Basic DNA Dictionary. Vielleicht kann ich damit auch etwas machen. Mal sehen. Nein, kann man nichts machen. Dachte, vielleicht kann man es auch lesen oder so. Ah, verkehrt. Egal. Dann ein Splitter. Nein, nicht exakter. Splitter wollte ich. Das hier. Diamant. Bisschen Essen und ein Dictionary. Schnappen wir uns das Ganze. Und wir sollten uns wohl noch etwas DNA holen. Ich hole noch ein paar Flocken. Wir haben hier Schafe und Chocobos und alles mögliche. So, der Splitter. Ihr seht, ich habe einiges an Skin Scales, also DNA-Zeugs, wieder abgeholt. Schmeißen wir hier rein. Und sehen wir mal nach. DNA-Splitter. Wir warten auf eine Zelle. Sehr schön. Zelle und Schaf. Und die sollte ich jetzt eigentlich... nein, kann ich nicht hier anlegen. Okay, das war die verkehrte Maschine. Vielleicht benötigen wir doch eines der anderen. War es die Zentrifuge? Ich überlege gerade, welches Ding wir benötigen, denn es gibt... Ich glaube, der DNA-Extractor war es, was wir benötigen. Aber egal, wir benötigen ja sowieso noch mehr Zellen, um diese Dinger zu craften. Warum hole ich uns nicht einen Trichter? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Ding hier mit einem Trichter befüllen kann. Jawohl. So können wir zumindest unser ganzes Zeug hier zumindest anfänglich mal automatisieren. Oh, oder auch nicht, weil er die Dinge nicht automatisch herausnimmt. Und ja, es gibt ein Auto-Output-Upgrade, mit dem man einfach diese ganzen Maschinen dann nebeneinander setzen kann. Und man gibt das Ding einfach beim ersten hinein. Und am letzten kommt quasi das Endergebnis heraus. Als würde man es mit Pipes immer herauspumpen und in die nächste Maschine pumpen. Und damit bauen wir uns einen DNA-Extraktor. Dann wollen wir mal sehen, ob das jetzt die richtige Maschine war. Natürlich benötige ich erstmal eine Zelle. Und jawohl, der akzeptiert jetzt die Zelle. Der sollte mir jetzt aus diesen Zellen des Schafs die DNA des Schafs herausholen. Sehen wir, ob es stimmt. Dum, 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 dum. Ha, perfekt. Ich habe einen verschlüsselten Helix. Wie ihr vorher vielleicht schon gesehen habt, gibt es hier einen DNA-Decryptor. Was macht man wohl mit verschlüsselten DNA? Richtig, entschlüsseln. Wir haben hier jetzt aber das Problem, dass wir leider schon wieder am Ende der Episode angekommen sind. Ja, ziemlich schnell ist das Ganze eigentlich vergangen. Ich werde vielleicht bis zum nächsten Mal noch ein paar Dinge vorbereiten und mehr DNA holen. Aber
Ich werde natürlich nichts auslassen, damit ihr alles mitbekommt. Und das nächste Mal werden wir dann so richtig in diesen Mod eintauchen. Und ich werde euch zeigen, was man damit alles machen kann. Das war's dann wieder. Bis zum nächsten Mal.